liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zum Mediengespräch nach dem Spiel der Schlacht 98 gegen den VfL Wolfsburg Endstand. Ist bekannt 3:1, ich darf an meinen Seiten die beiden Cheftrainer begrüßen, Robert Meyer und Valerian Ismail. Hey Ismail, als Gästetrainer bitte ich Sie zunächst um Ihr Statement zum Spiel. Ja, natürlich von Ergebnis sehr enttäuschend für uns. Wir haben uns das anders vorgestellt. Ich glaube, dass wir die erste 20 Minuten sehr gut im Spiel war. Ich wusste, dass Darmstadt sehr diszipliniert, sehr kompakt steht und sehr schnell nach vorne umschaltet. Und wir waren sehr bemüht, über außen zu kommen und versucht. Und eigentlich hatten wir das Spiel im Griff. Nicht wirklich zwingend nach vorne gekommen, aber zwei, drei gute Szenen, so der typische Geduldespiel. Und dann glaube ich, dass eine rote Karte war die entscheidende Szene in diesem Spiel, weil du kriegst der rote Karte, dann mal weniger. Ja, und dann der Freistoß direkt rein, also wirst du doppelt bestraft innerhalb von kurzer Zeit. Die Mannschaft hat dann kurz gewackelt, wir haben Zeit gebraucht, um das abzuschütteln, wo Darmstadt zum Torchance gekommen ist. Aber dann glaube ich, dass die Mannschaft hat trotzdem Charakter gezeigt, Moral. Sind wir sehr viel in Ballbesitz geblieben, mit einem Mal weniger. Das ist absolut wichtig in so einer Situation, dass man über die Zeit das bringt. Und das haben wir versucht. Dann sind wir sehr gut aus der Kabine rausgekommen. Kommen zum Ausgleich, das erste Tor von Mario Gomez. Das hat die Mannschaft gut getan. Von der Körpersprache hatten wir ein gutes Gefühl, dass geht was. Ja, und dann der alte Lied, wenn man in so einer Situation ist, dann die Fehler, die wir machen, werden einfach sofort bestraft. Das 2:1 und das 3:1. Und natürlich versuchen wir alles nach vorne zu werfen. Und dann laufst du die Gefahr, dass das der eine oder der Konter nach hinten kommt. Und das haben wir in Kauf genommen, weil wir unbedingt versuchen, ein Tor zu erzielen und eventuell nochmal ein bisschen Zweifel bei der Gegner oder Aufregung zu bekommen. Das ist uns nicht gelungen. Also enttäuschen heute durch das Ergebnis von der Leistung der Mannschaft. Wie gesagt, nach 25 Minuten musste man alles neu ordnen. Der erste Plan könnte man in die Tonne kloppen. Und trotzdem finde ich, dass die Mannschaft Charakter gezeigt hat, dass nicht alles negativ war heute. Aber das Wichtigste ist das Ergebnis und da sind wir nicht zufrieden und natürlich das bringt ein bisschen mehr Unruhe nochmal, weil das war nicht gut durch die Niederlage. Die Lage hat sich nicht natürlich verbessert. Danke. Vielen Dank für die Einschätzung, Robert Meyer. Wir haben wieder das Spiel gesehen. Ja, wir haben ja im Vorfeld gewusst, dass Wolfsburg eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Sehr viele gute Fußballer in seinen Reihen hat und ich sehe es ähnlich wie mein Kollege, dass wir uns auch ein bisschen schwer getan haben, zu Beginn in dieses Spiel reinzukommen. Nicht vom Engagement her, aber da hat man schon gesehen, dass sie den Ball laufen lassen, ohne dass wir großartig was zugelassen haben. Und manchmal sind solche Szenen dann, führen dazu, dass urplötzlich ein Spiel sich komplett dreht oder in eine ganz andere Richtung geht, Feldverweis, dann der Freistoß, der direkt reingeht. Danach haben wir noch ein, zwei gute Möglichkeiten gehabt und in der zweiten Halbzeit ähnlich. Da müssen wir vielleicht sogar schon das Spiel vorher auf 2:0 bringen, fangen dann eigentlich aus dem Nichts den Ausgleich. Das hat natürlich auch wieder für Selbstvertrauen der Wolfsburger gesorgt. Aber die Mannschaft hat nicht aufgesteckt. Sie hat weiter versucht, nach vorne zu spielen. Haben uns die Möglichkeiten erarbeitet und ja heute dann auch genutzt und im Endeffekt ganz großes Engagement bei unserer Mannschaft. Wirklich auch der Glaube, der mittlerweile auch da ist, dass wir hier zu Hause auch wirklich vielleicht mal irgendwann eine Macht werden können. Ich denke, das konnte man sehen, aber es hat auch Phasen im Spiel gerade zu Beginn gegeben, wo die Wolfsburger das gut gemacht haben. Aber wie gesagt, Wolfsburg ist natürlich auch ein gutes Kaliber. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen Ihrerseits? In der dritten Reihe. Valerie, eine Frage an dich. Du warst selbst Abwehrspieler. Jetzt gab es vor dem 1:2 eine Szene, zu kurze Abwehr, vor dem 1:3 einen Fehlpass. Wie kann man diese individuellen Fehler in der Abwehr,
die ja euch regelmäßig das Genick gebrochen haben, reduzieren? Und vielleicht zweite Frage, wie sehr hoffst du auf deine Beförderung noch zum Cheftrainer? Ja, die erste Frage, ich bin schon lange dabei und leider Fehler kann man nicht abtrainieren. Das ist immer in so einer Situation, das ist immer der Klassiker. Ich meine, wenn du unten bist, dann machst du einen Fehler, dann wirst du sofort bestraft. Und wenn du oben stehst, dann machst du einen Fehler, dann vielleicht geht der Ball am Pfosten vorbei. Wir müssen das natürlich analysieren und dass wir das besser lösen, dass wir besser Entscheidungen treffen, gerade in der gefährlichen Zone, eine vielleicht andere Körperspannung in einen Zweikampf reinbringen. Und das müssen wir nochmal durch Videoanalyse nochmal mit meiner Mannschaft sprechen. Für die zweite Frage, ich konzentriere mich nur auf das Spiel am Mittwoch, Pokal. Ich habe schon gesagt, ich sage nochmal, in meiner Situation, ich wäre gut beraten, nur Spiel zu denken. Das tue ich auch. Es gibt eine klare Absprache mit Klaus Allofs und das tue ich auch. Alles andere wäre fahrlässig und seriös. Der Kollege in der ersten Reihe. Erstmal, Ritchie heute in der Innenverteidigung. Was war die Überlegung dazu, das so zu machen? Und wie hat Ihnen das, ich nenne es mal Experiment, gefallen? Die Überlegung war, dass ich mehr Ruhe im Spielaufbau wollte. Ich bin ein Fan von rechter Fuß, linker Fuß in der Innenverteidigung. Und deswegen war die Überlegung, ich habe mit Ritchie gesprochen und für ihn war überhaupt kein Problem. Und er kennt die Position und habe ich schon sofort das Vertrauen von der Spieler bekommen, dass er das macht. Und ich finde das gut gemacht, gerade im Spielaufbau. Wir wussten, dass wir viele Ballbesitz bekommen werden. Und das war mir absolut wichtig, dass da Ruhe kehrt. Und aus dieser Sicht bin ich zufrieden mit seiner Leistung. Und gerade am Anfang der Spiel, wenn wir mit 11 Mann waren, das sah gut aus. Und das hat mich einfach bestätigt. Und zwar nochmal von Darmstadt Echo in der ersten Reihe. Herr Mayer, es gab drei Umstellungen. Sind Sie summa summarum mit dem, was diese drei Spieler geleistet haben, zufrieden? Eine Zusatzfrage. Zu klein heißt das Leistung, nach Einschätzung. Ja, ich glaube schon, dass die Jungs ihre Sache sehr gut gemacht haben. Es hat mich auch gefreut, dass Bernhard Thieremann Tor gemacht hat, dass Kleinheißland Tor gemacht hat. Ich war wirklich eine absolut solide Leistung hinten gebracht hat. Also ich denke, die Umstellungen heute haben gefruchtet. Ja, Kleinheißler war viel unterwegs, war am Anfang, hatte ich so das Gefühl, ein bisschen übermotiviert. Das müssen wir aber noch reinkriegen bei dem Kleinen, dass er noch ruhiger am Ball wird, aber auf der anderen Seite bereitet er natürlich dem Gegner auch Probleme, weil der wuselt da über den Platz, ist immer dabei und ist sich auch nicht zu schade, alles an Wegen zu gehen. Und das ist ein junger Mann, der ja noch gar nicht so viel gespielt hat in Deutschland. Da muss man ihm helfen, da muss man ihn immer wieder nehmen, ihm die Situation zeigen und freut mich natürlich, er hat ja noch einen Schuss, der ganz knapp übers Tor geht, einmal kann er schießen, schießt er nicht, dann dribbelt er nochmal wieder zurück in den Strafraum rein in der zweiten Halbzeit. Das sind so Dinge, aber was erwarten wir denn jetzt? Der Junge macht das ordentlich und das war auch eine gute Leistung heute. Noch einmal die erste Reihe. Herr Ismail, Mario Gomez hat sein erstes Tor gemacht. Was sagen Sie dazu? Ich freue mich schon heimlich für ihn. Ich hatte schon während der PK gesagt, ich hatte ein gutes Gefühl unter der Woche, ein sehr gutes Gespräch mit ihm gehabt. Und es war mir klar, er ist klar im Kopf, er ist absolut fokussiert und das war nur eine Frage der Zeit. Deswegen musste ich nicht so lange mit ihm reden und ihm zu pushen, hat man im Training gesehen, auch was wir gemacht haben, immer wieder, war der gefährlich, hat er seine Tor gemacht. Und es freut mich, dass jetzt der Knoten erstmal bei ihm geplatzt ist, dass es zumindest ja, ein Teilerfolg, ja, die man erstmal hat. Jetzt kommt der andere Teil, wo wir jetzt natürlich die Punkte holen müssen. Noch eine letzte Frage, oder da hinten Benjamin Hoffmann vom Kicker oder erstmal dritten Reihe.
Herr Mayer, ich glaube, manche Spieler kommen mittlerweile so gern nach Darmstadt, wie sie zum Zahnarzt gehen. Ist das so ein klares Ziel auch von Ihnen, dass möglicherweise das der entscheidende Trumpf sein könnte im Abstiegskampf? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Zum Zahnarzt? Ich glaube, manche gegnerische Spieler kommen so gern nach Darmstadt, wie sie zum Zahnarzt gehen. Ach so. Inzwischen, ja. Ist das auch so klar Vorgabe oder Ziel von Ihnen, dass Sie einfach sagen, hier können wir quasi im Abstiegskampf irgendwo bestehen oder die entscheidenden Punkte sammeln? Ja, aber ich finde, wir haben doch jetzt einen guten Rasen. Ne, den haben wir doch gekriegt, also der ist sicherlich nicht schlechter als in Hamburg oder sonst wo. Da kann man wunderbar drauf Fußball spielen und ansonsten haben wir auch ein bisschen was Herkömmliches. Das lieben auch viele Menschen, unsere Fans besonders. So, und auch hier wird Fußball gespielt. Also ich denke, die kommen alle nicht hierher, weil sie die Punkte zu verschenken haben oder hier meinen, dass es hier nichts zu holen gibt. Jedes Spiel musst du hier hochmotiviert sein. Das sind eben die Dinge, die wir in die Waagschale werfen müssen. Wir müssen hochmotiviert sein. Wir müssen uns in gewissen Dingen weiter verbessern. Aber das ist unser Trumpf, den wir haben. Und den müssen wir leben. Weil wir können uns ja nicht vergleichen, ohne dass ich da zu sehr drauf eingehen möchte. Aber mit Etats, die andere Mannschaften haben, da sind wir ja nun gnadenlos im Hintertreffen. Aber wichtig ist, dass die Mentalität der Truppe stimmt und dass die Truppe als Truppe auftritt. Und das ist für uns wichtig. Jetzt Benjamin Hoffmann von Kicken. Herr Ismail, hat Ihre Mannschaft die nötige Mentalität für einen möglichen Abstiegskampf? Ich glaube, dass man hat man gesehen, dass mit 10 Mann, dass die Mannschaft trotzdem nach vorne alles versucht, die Zweikampf gut angenommen hat, und dass man auch zurück im Spiel gekommen ist. Und das ist absolut wichtig. Der entscheidende Punkt ist natürlich, dieses individuelle Fehler abzustellen. Gerade in so einer Situation natürlich, das tut richtig weh. Da werden wir ansetzen. Okay, ich glaube, keine weiteren Handzeichen mehr dann. Vielen Dank für Ihr Kommen und den Gästen einen guten Heimweg und Ihnen noch ein schönes Wochenende.